In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit VideoScribe eine kleine Geschichte erzählen. Dazu habe ich schon einige Vorbereitungen gemacht. Ich habe mir schon ein Storyboard geschrieben. Und zwar handelt es sich hier um Asterix und Obelix. Und hier ist der Text. Und hier sind die Szenen. Das heißt, die Bilder werden einfach um einen Tabulator hereingerückt. Texte ebenfalls. Ich habe mir auch schon Bilder gesucht. Sie sehen. Und Musik ausgewählt. Hier ist mein Storyboard und hier ist mein Skript, den ich geschrieben habe. Da haben wir alles in einem Projekt beieinander. So, jetzt noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie Musik suchen, finden Sie hier bei ihm Com-Tech können Sie Musik herunterladen. Sie können hier auswählen, zum Beispiel Strings. Und Sie sehen schon hier eine ganze Reihe von Musik und Sie können sie hier anhören und herunterladen. Wenn Sie Bilder suchen, suchen Sie am besten bei Search creativecomment.org. Hier können Sie zum Beispiel Autos suchen bei Flickr und Sie sehen, Sie können diese Bilder verwenden. Sie können aber auch Bilder von Google suchen und dürfen diese genauso verwenden. Dann werden wir mal mit dem Projekt beginnen. Wir klicken wieder auf das Plus. Gehabt, das kennen wir schon, klicken dann auf Bild importieren. So, das ist jetzt das Dorf. Dann stellen wir hier die Farbe, die Schärfe ein. Das ist besser, wenn wir weniger nehmen. So, klicken auf OK. Und das erste Bild ist in die Szene gerückt. Wir rücken das Bild jetzt weiter hinaus. Schauen wieder in Storyboard nach. Bild. Und jetzt kommt Asterix und Obelix. Das heißt, wir gehen wieder auf Importieren. Asterix und Obelix. Jetzt noch den Text. Okay. Klicken wieder auf Importieren. Die freuen sich, hurra! Fahren da weiter aus. Und machen das Ganze größer. Gehen wieder weiter rüber. Holen uns das nächste Bild. Das wäre die Römer. Und dann kommen so. Wieder weiter und die nächste Szene, da hauen sie zu. Puff. Ja, das ist diese. Runter. Okay.
und machen das Ganze noch größer. Das ist das falsche Foto. Zurück. Löschen wir. Laden das nächste hoch. Das ist jetzt dieses Foto. Und jetzt kommt noch der Abspann, das heißt mein Logo. Und mein Slogan. So, jetzt haben wir die ganzen Szenen durch. Das ist okay. Und jetzt schauen wir uns die Zeit an. Sie sehen 30 Sekunden. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier hinaufgehen oder hier herunter. Aber auch ganz einfach per Eingabetaste. 2 Sekunden. Und das nächste Bild. 2 Sekunden und das nächste Bild. 2 Sekunden. Stimmt's. Okay. Sie sehen, wir haben ein Video mit 31,5 Sekunden. Können Sie das Ganze jetzt ansehen? Ist okay. Freuen Sie. Sie haben Angst. Puff. Okay. Jetzt werden wir das Ganze mit Musik hinterlegen. Wir klicken auf Musik. Laden das Ganze wieder. Sehr gut. Und jetzt werden wir noch den Ton aufnehmen zu den Videos. Da habe ich mein Skript. Und wir zeichnen das Ganze auf. Natürlich müssen wir das Ganze vorher abspeichern. Okay. So, und jetzt können wir das Ganze aufnehmen. Wir klicken auf Records und los geht's. Die Geschichte von Asterix und Obelix. In einem kleinen Dorf im Gallien lebt Asterix und Obelix, deren liebster Sport es ist, die Römer zu verhauen. Und hören uns das Ganze an. Und los geht's. Geschichte von Asterix und Obelix.
Dörfer in Gallien mit Asterix und Obelix, deren liebster Sport es ist, die Römer zu fahren. Können wir uns das noch anschauen, dass wir vielleicht hier noch eine halbe Sekunde runtergehen, auf eine Sekunde. Und hier auch. Und hören uns das Ganze nochmal an. Und los geht's. Die Geschichte von Asterix und Obelix. In einem kleinen Dorf in Gallien lebt Asterix und Obelix, deren liebster Sport es ist, die Römer zu fahren. Ganz stimmt's noch nicht. Und los geht's. Die Geschichte von Asterix und Obelix. In einem kleinen Dorf in Gallien lebt Asterix und Obelix, deren liebster Sport es ist, die Römer zu fahren. Ja, das wär's dann. Können wir das Ganze speichern? Und los geht's. Die Geschichte von Asterix und Obelix. In einem kleinen Dorf in Gallien. Und wir sperren das Ganze wieder lokal ab. Und Asterix. Sie sehen, wir haben jetzt in einer knappen Viertelstunde ein komplettes Video gedreht, was wir dann noch ein bisschen bearbeiten werden und das Ganze dann online stellen. Also danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Videodrehen mit Videoscribe. Okay, ciao. Bye.